Es ist und bleibt ein Rätsel, sagte Platinkeks just vor ein paar Sekunden im Twitch-Chat. twitch.tv/DaveDarrenTV. Und damit willkommen zurück zu Alan Wake 2 aus dem Hause DaveDarrenTV. Und wir befinden uns hier mit Saga mittlerweile in der Nähe der Wohnwagensiedlung, was wir ja schon länger vorhaben. Und ich habe gerade eben das Spiel nach einem Update gestartet. Und auf einmal, das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil es noch nicht in der Aufnahme war, aber links unten flogen so mehrere kleine so Skriptseiten rein, die wir angeblich neu gefunden haben, was mich ein bisschen wundert. Ich weiß von einer Sache, die wir noch machen müssen, die wir nicht vergessen sollten. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge, Schrägstrich der letzten Session, die beiden, unsere beiden Verwandten hier getroffen. Und zwar Odin und Thor, die Anderson-Zwillinge, die wir ja schon aus Alan Wake 1 kennen. Sehr überraschend, dass die hier auftauchen. Also für mich zumindest hatte ich jetzt hier gar nicht mal mit gerechnet. Und wir sind angeblich mit denen verwandt. Und wenn man mal überlegt, das hatte ich ja auch schon angesprochen, wir heißen ja Saga, ne? Also die Sage sozusagen. Auf Schwedisch ist es, glaube ich, in dem Fall. Sie hat ja gesagt, dass sie eine schwedische Mutter hat. Wobei die Siedlung hier eigentlich eher von Finnen dominiert ist. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls, ja, die beiden taumeln auch hier rum, bisschen angetrunken, und wir haben die Möglichkeit bekommen. Gruselige Musik. Wir haben die Möglichkeit bekommen, ein bisschen zu profilen, was ich allerdings beim letzten Mal nicht mehr gemacht hatte, weil die Zeit schon vorbei war. Aber das können wir jetzt machen. Auch natürlich hallo an alle allen, an alle anderen. im Twitch-Chat. Unter anderem ist der Rick dabei und der Tobi McFly. Ja, ja. Schön, dass ihr dabei seid. So, ich konnte doch... Ich bin mir sicher, eigentlich... dass wir noch irgendwas zum Deduzieren bekommen hatten, oder nicht? Als wir mit Thor und Odin gesprochen haben. War ich mir jetzt eigentlich relativ sicher. Habe ich mich so vertan? Übrigens auch eine Sache, die ich auch sehr interessant finde. Ich schaue ja, wie gesagt, ab und zu auch mal in ein anderes Let's Play hiervon rein. An den Stellen, wo wir schon waren. Um zu sehen, ne, wie hat der das gemacht, also in dem Fall bei Crow Carnage. Und der hatte tatsächlich einen kleinen Bug gefunden, wo ihn jemand im Chat darauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar manchmal, wenn man hier mit Maus und Tastatur spielt und eine Seite findet, und normalerweise haben wir ja diese Sequenz, wo Alan dann vorliest, was auf der Seite steht. Das funktioniert aber wohl nur, wenn man das mit dem Gamepad, mit einem Gamepad anwählt. Wenn man das teilweise mit Maus und Tastatur anwählt, wird das bei manchen Seiten nicht getriggert. Und dann funktioniert das nicht. Vielleicht haben sie es mittlerweile gefixt, ich weiß es nicht, aber ja, sehr interessant. Wir haben aber zumindest keine Seiten hier, die wir nicht schon erforscht haben. Dann gehen wir mal zur Falafel. Wie sieht's denn hier aus? Ja, da haben wir schon noch ein paar Sachen. Ach, das hier war das. Das war kein Profiling. Das hier meinte ich, glaube ich, ne? Das war anscheinend kein Profiling. Dann hatte ich das falsch gedeutet, Entschuldigung. Dann war das einfach nur ein Fall für die Falafel. Odin behauptet, er sei mein Großonkel und Thor mein Großvater. Logan ist Teil der Geschichte, genau. Verbindung zu Thor und Odin. Thor und Odin haben denselben Nachnamen wie ich. Was fällt ihnen ein? Was stöhnst du so? War doch richtig. Außerdem, ich muss... Oh. Entschuldigung, falls es vielleicht ein bisschen laut war bisher. Ich musste auf jeden Fall hier mal... Habe ich gerade erst gemerkt. Ich musste die Lautstärke noch mal ein bisschen anpassen. Thor, Odin, Freya, Saga. Wir sind alle... Wir alle haben nordische Namen. Freya ist auch ein schöner Name, finde ich. Aber wer ist Freya? Kennen wir jemanden, der Freya heißt in der Geschichte? Also ihre Tochter heißt ja Logan. Logan, um das vielleicht nochmal kurz zu rekapitulieren, soll ja mit Saga
hier in Watery in der Wohnwagensiedlung gelebt haben. Zumindest behaupten das alle, aber Saga kann sich daran überhaupt nicht erinnern. Was auch immer noch ein Mysterium ist. Wir wissen immer noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Noch können Wetten abgegeben werden. Bei Freya klingelt was, aber wer das war, keine Ahnung. Also bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht. Freya. Klar. Könnte ein Zufall sein, ein ziemlich großer. Aber, ein ziemlich großer. Sagt Lara Croft übrigens auch im Tutorial von, was, Teil 1 oder Teil 2? Oh, das ist ein ziemlich großer. Und sie meinte einen großen Sprung, den man machen muss. Aber es hat sie sehr schön doppeldeutig erwähnt. Mama hat nie über ihre Geschichte, über ihre Familie gesprochen. Jedes Mal, wenn ich Mama nach ihrem Zuhause oder ihrer Familie fragte, schwieg sie. Ich habe keine Ahnung, wer meine Großeltern sind. Ah. Okay, also ihre Mutter scheint schon verstorben zu sein, lese ich daraus. Ach du Scheiße. Ja, das hier. Das hat eben alles so aufgeploppt. Wo ich dachte, hä? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jetzt so viele Seiten beim letzten Mal gefunden hatten und die uns die nicht angeschaut hatten. Aber keine Ahnung. Je stärker die Verbindung zwischen dem Glauben und der emotionalen Reaktion, desto besser. Je dunkler, desto besser. Der dunkle Ort. Der dunkle Lord. Der Übergang. Wie hineingelangen? Hatte ich dich jetzt schon probiert? Moment, ich muss das hier mit dem Digi-Kreuz machen, sonst... Das ist falsch. Licht und das Dunkel? Auch nicht? Der Klicker. Wie die Geschichte aufhalten? Hä? Moment. Je stärker die Verbindung zwischen dem Glauben und der emotionalen Reaktion, desto besser. Es geht ja um die... Geht das um die Experimente? Ich bin mir nicht sicher. Der Übergang, der dunkle Ort. Wie verändert die Geschichte die Realitätsregeln? Es sieht so aus, als ob dunklere, gefühlsbetonte Werke die Realität besser verändern können. Deswegen schreibt Ellen also keine romantischen Geschichten. Der dunkle Ort macht aus Geschichten Realität und nutzt dazu etwas Reales. Er behandelt die Menschen wie Spielzeuge. Kann man Wake eine solche Macht anvertrauen? Oder wem anders? Tja, ist eine gute Frage. Bei Freya klingelt was. Vielleicht, weil sie im letzten God of War vorkam. Habe ich auch noch nicht gespielt, die Reihe. Ist aber auch eine, die ich definitiv auf dem Schirm habe, vielleicht mal für irgendwann. Sich manifestieren, die Realität wird durch wiederholte dunkle Überlieferungen zerfressen. Manchmal ist das so ein bisschen... Damit sich ein Übergang bilden kann, reicht eine urbane Legende nicht aus. Sie muss durch eine entsprechende Erzählung am dunklen Ort untermauert werden. Gute-Nacht-Geschichten, sagen moderne Legenden, die mit einem bestimmten Ort in Verbindung stehen. Okay. Wo haben wir die ganzen Seiten gefunden? Jetzt mal ganz ehrlich. Oder habe ich das beim letzten Mal wirklich vercheckt, die alle durchzugehen? Dass wir die irgendwie bei den Cavalera, bei dem Schuppen da gefunden haben, wo wir noch nicht reinkommen, weil wir immer noch einen Bolzenschneider brauchen. Theoretisch denkbar. Übergänge können also nur an bestimmten Stellen entstehen. Also wie dem Baum, ne, am Cauldron Lake. Die Geschichte beeinflusst die Erinnerung mehrerer Leute. Genau. Okay. Nicht nur Rose, auch Ilmo und Jaggo sind betroffen. Wie lange noch, bis auch meine Erinnerungen betroffen sind? Ja, das ist ja halt die spannende Frage, ne? Also ist es deren Erinnerung, die umgeschrieben wurde? Oder anders ist? Oder ist es unsere? Ne? Das ist ja noch nicht so ganz hundertprozentig. Also es gibt... Ich finde Andeutungen darauf, dass wir halt noch anscheinend den Verstand behalten haben oder in der ursprünglichen Version der Realität agieren
und mit dem Wissensstand davon. Aber ob das jetzt hundertprozentig so ist, eine hundertprozentige Gewissheit haben wir, glaube ich, noch nicht, was das angeht. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Laut Way kann der dunkle Ort vom Grund des Cauldron Lake aus betreten werden. Das Dunkel, der Übergang. Wie hineingelangen? Das wurde doch gerade da erzählt, oder nicht? Eigentlich. Wo ist denn hier? Warte mal, der dunkle Ort. Da. Der dunkle Ort. Eine Dimension, in der Monster leben. Wildes Zeug. Hey, sagte sie. Hey. Eine andere Welt, die man über den Cauldron Lake erreicht. Heimat des Dunkels, durch die Übergänge in unserer Welt wirksam. Für später, okay. Ich glaube, das war's. Schön, schön. Dann gucken wir mal eben ins Inventar. Wir, was hast du nochmal gemacht? Erhöht die Dauer der Leuchtfackel. Ach komm, wir nehmen mal hier die Pfeile mit. Oder? Ich weiß halt nicht. Obwohl, ich hatte die, glaube ich, ausgetauscht, damit ich zumindest einen Platz frei habe, ne? Erstmal. Bin mir halt immer noch nicht so ganz sicher mit der Armbrust. Vielleicht muss ich ihr nochmal eine Chance geben. Vielleicht bin ich dazu kritisch. Ich war nur bisher nicht so ein Fan davon, weil sie halt relativ lange braucht, um sie nachzuladen. Oder um nachgeladen zu werden. So. Bevor wir jetzt in irgendwelche Wohnwagen reingehen, werden wir uns erstmal hier nochmal ein bisschen umschauen. Thor und Odin müssten eigentlich noch hier im Trailerpark stehen. Sonst haben wir, glaube ich, tatsächlich... Ups. Hier alles erledigt, was wir aktuell erledigen können. Wir haben immer noch keinen Bolzenschneider, den brauchen wir hierfür. Unter anderem. Hier haben wir noch Pfeile, die wir noch einsammeln könnten. Und ich glaube... Das habe ich jetzt zum Beispiel auch nochmal gesehen, als ich jetzt halt nochmal in das besagte Let's Play von Co-Carnage reingeschaut hatte. Ich glaube, hier gab es auch noch eine Sache, wo uns eine Sicherung fehlte. Die, ich weiß nicht, hatten wir die schon gefunden damals? Das ist halt auch schon ewig her. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ansonsten müssten wir das, glaube ich, auch vielleicht später nochmal machen können. Hier ist auch noch irgendwas ausgegraut. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ach ja, kennt das noch jemand von euch? Alter TV-Total-Nippel. Da sind die beiden Flitzpiepen wieder. Mit denen hatten wir schon gesprochen. Und, oh, hier scheint es anscheinend irgendwo noch eine Lunchbox zu geben. Wir müssen bald zurück zum Bus, Bruder. Der Ruski will uns bei jeder Gelegenheit zurücklassen. Ach, wir haben Zeit. Blam will es sich nicht mit uns verscherzen. Blam ist der Fahrer, den wir auch schon kennengelernt haben. Von der Kaffeefahrt sozusagen, der vor dem Club, ich weiß, wie soll man es nennen, vor dem Gebäude steht und wartet, wo Arti, der Hausmeister, immer noch seit 3 Stunden ununterbrochen dasselbe Lied singt. Noch mehr dieser Kinderlandschmerzen. Ah, schön. Du kannst Widrigkeiten meistern und deine Ziele erreichen. Okay. Manuskriptfragmente. Juhu. Und wieder zur Falafel. So. Lunchbox von der Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung. Genau, am Leuchtturm waren wir ja beim letzten Mal auch schon. Auch eigentlich ein relativ kurzer Bereich. Wir kommen auch noch nicht in den Leuchtturm rein. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Schlüssel finden. Daran standen einige positive Bekräftigungen. Wie süß. So. Nee, ich würde gerne zu... Guck gerade mal. Waffenverbesserung, da wollte ich hin, genau. 23, wir können uns auf jeden Fall jetzt was Neues holen. Das ist nur die Frage. Halte den Feuerknopf gedrückt. Ich weiß nicht, ob Autofeuermodus... Ob ich das möchte. Also... Ich habe schon die Tendenz, in Spielen immer zu sehr zu sparen mit Munition. Aber... Bei so einem Spiel ist das vielleicht gar nicht mal verkehrt.
ziehe zwei Kopfschüsse in schneller Abfolge. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig mit Controller. Zumindest für mich. Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Komm, machen wir das hier. So. Der Knall der Schrotflinte hallte in der Luft. Der Feind fiel zu Boden. Saga fühlte einen plötzlichen Energieschub. Zuvor fühlte sie sich todmüde, aber jetzt war sie bereit für mehr. Sie würde das durchstehen. Und so machte sie weiter. Immer auf den Controller schieben, ja klar. Ja, Dave, du könntest auch mit Maus und Tastatur spielen. Ja, könnte ich. Wäre vielleicht auch gerade beim Zielen und Schießen akkurater. Dies gebe ich gerne zu. Aber ich habe ja bis auf die erste Session, habe ich ja jetzt bisher immer die ganze Zeit mit Controller gespielt, mit dem Gamepad hier. Ich glaube, das werde ich auch für den Rest des Let's Plays erstmal beibehalten. Warum sagst du nicht mehr, wie viele ich noch brauche? Ist es nicht irgendwie noch 6 oder noch 7? Irgendwie sowas müsste es, glaube ich, sein. Alright. Dann gehen wir mal hier weiter. Immer weiter. Kann ich mit euch nochmal sprechen? Glaub nicht, ne? Was hat ihr da eigentlich für Sachen draufstehen, für Sticker? Poets. Ach, guck mal, hier, Poets of the Fall. Kleine Anspielung. Asgard. Was, Horde? Horde-Mode? Oben rechts, Horde-Mode. Vielleicht auch Mode-Label. Weiß nicht. Cool, cool, cool. Was sauft ihr da eigentlich? Ist das Whisky oder was? Sind wir hier auch schon bei den Peaky Blinders? Gibt's ja wohl nicht. So. Ja, in der Prophezeiung wurde ja schon angedeutet, da ist eine Tür offen, dass wir hier auf Kultisten treffen sollten. Aber bisher, toi toi toi. Es ist nur ein Rasenmäher. Und eine juckende Nase. Wow. Okay. Ja, und somit wäre jetzt auch der einzige noch freie Inventarplatz voll. Ich kann mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass hier total der Shit mit Monstern oder so abgeht, wenn die beiden Typis hier auch mit rumhängen. Es sei denn, die haben irgendeine Waffe dagegen. Zumal, wäre jetzt gar nicht mal unwahrscheinlich, weil, wie wir ja in der letzten Session, in der letzten Folge für euch gemerkt haben, sind die beiden ja anscheinend nicht von diesem Gedächtnisverlustphänomen hier betroffen. Und die wissen auch über die Geschichte Bescheid und so. Zumindest zu einem gewissen Teil. Und ich würde immer noch gerne wissen, was es mit der Wendy Davis zu tun hat. Von der Pat Main, der Radiomoderator, immer wieder meint, dass sie noch am Leben wäre. Und alle anderen ihm sagen, nein, sie ist schon tot. Wendy Davis Family Beef Jerky. Und übrigens, ja, ich habe gerade ein bisschen Laberwasser getrunken, ich weiß, Entschuldigung. Aber mir ist mal so vorhin klar geworden, vor der Aufnahme, dass ich noch nie Beef Jerky gegessen habe. Das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt so überall zu haben ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe es noch nie gegessen. Dann habe ich erstmal ein bisschen gegoogelt, was genau ist eigentlich Beef Jerky? Habt ihr schon mal Beef Jerky gegessen, Chat? Oder wisst ihr auswendig, was das ist? Mal so gefragt. Hast du? Okay. Und übrigens noch eine zweite Sache. Falls ihr euch daran erinnert, in der Coffee World, in dem Freizeitpark, gibt es ja den Percolator. Perkulade. Und da habe ich mich ja schon gefragt, was ist ein Perkulator? Und die Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn, auch das habe ich vorhin mal ein bisschen recherchiert, ein Percolator, Percolator oder so, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, Percolator, glaube ich sogar, ist etwas, was vor allem in den USA sehr beliebt und gebräuchlich ist. Und zwar ist das eine bestimmte Form, Kaffee zuzubereiten. Mit einer bestimmten Art von Kanne. Und das ist in Deutschland, vielleicht sogar auch in Europa, tatsächlich eher selten. Also es ist nicht so verbreitet. Deswegen, ja, war mir das zum Beispiel
nicht geläufig als Begriff. Und das finde ich auch mal schön, wenn man in so Spielen neue Sachen lernt. Ich glaube, wir haben jetzt alles soweit außen erkundet. Jetzt können wir uns so langsam mal voranwagen. Jetzt ist nur die Frage, wir haben ja mehrere Trailer. Trailer Park. Ob der Alligator hier irgendwo ist, ich weiß nicht. Was ist unser Trailer? Ist der irgendwie markiert? Huch, da. Der ist gerade gesehen. Der tauchte gerade kurz, glaube ich. Achso, nee, das war dein Standort, glaube ich. Ich dachte, da tauchte irgendwie kurz Schrift auf. Ja, was ist jetzt meiner davon? Was ist jetzt meiner davon? Gehen wir erstmal hier rechts rein, würde ich sagen. Lecker Armerbier. Es stinkt nach Alkohol. Ja. Ja gut, ne? Das ist doch eine Leuchtfackel, oder nicht? Warum darf ich die nicht? Ich hätte wahrscheinlich eh keinen Platz, aber... Tja. An mich adressiert. Vor Jahren. Oh. Wake hatte recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Ja. Washington Power. Saga Anderson. Watery Lighthouse. Wohnansiedlung. Weg 6. Wohneinheit Nummer 2. Watery. Also sind wir jetzt schon im richtigen Wohnwagen? Check bitte ausstellen an. Betrag fällig. Am oder vor dem 22. Februar 2018. $48.02. Ja, übrigens, ich, ne, nicht wundern, ich habe das jetzt nicht angewählt, weil ich noch nichts triggern möchte. Also ich weiß, dass da noch die Postkarte ist. Und das hier ist ein relativ ähnlicher Aufbau wie der Trailer. Alles erinnert mich an Logan. Oh ja. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. Das erinnert sehr vom Aufbau her an den Trailer aus am Cauldron Lake. Hier ist auch eine Gitarre drin. Das ist eigentlich fast, ja, nicht ganz 1:1, aber relativ ähnlich. Und ja, ich würde aber vorschlagen, bevor ich hier was einsammle, weil ich jetzt weiß, dass das unser Trailer ist. Ihr wisst, wie ich drauf bin bei Spielen. Immer erstmal das Optionale machen und dann den Hauptweg beschreiten. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rein. Und hier wird jetzt völlig überraschend die Hauptstory getriggert. Wow, geil. Mein Plan geht nicht auf. Hallo Jakob. Wer ist dieser überaus attraktive Kampfkunstmeister? Ich bin's, dein Bruder Ilmo. Jetzt erkenne ich dich, aber Ilmo, warum bist du so komisch angezogen? Das Hirschfest steht bevor und deshalb machen wir... Wir schnibbeln die Preise für alle personalisierten Hirschfestwagen in Stücke. Festwagen, die vom preisgekrönten Team des Kalevala Knights Motorradclubs gebaut wurden? Den letztjährigen Gewinnern der Trophäe für den besten Hirschfest-Tierfestwagen, der aber kein Hirsch ist? Von genau diesem Team. Und was euch umhauen wird, sind unsere neuesten Wagendesigns. Wir haben alles fertig. Hirschfestwagen, Restaurantfestwagen, Festwagen, die wir auf keinen Fall im Fernsehen zeigen können. Unsere Festwagen werden Ihre Freunde sicher beeindrucken. Machen Sie einen Heiratsantrag. Oder stellen Sie einen Kollegen in den Schatten. Und nach dem Hirschfest geht es weiter. Unsere Festwagen sind perfekt für Hochzeiten, Geburtstage, Bar, Mitzwas oder ihrer Kinzikanzinera. Unsere Festwagen sind für jeden Anlass ein Volltreffer. Aber warum soll ich uns glauben? Hören wir, was einer unserer vielen zufriedenen Kunden zu sagen hat. Tapio. Ich war beim letzten Hirschfest. Die Festwagen waren klasse. Einer war ein Schwan. Na bitte, allesamt waren angetan. Sehen Sie, da haben Sie es. Preisgekrönte Festwagen zu verbilligten Preisen, die Sie... voll umhauen werden. Bestellen Sie noch heute.
Es ist so gut. Es ist einfach so gut. I love it. Wie viele haben wir davon jetzt eigentlich schon gefunden? Das würde mich mal interessieren. 4 von 6. Hallo. Was? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist dieses Kinsey Cancinera da? Das würde mich mal interessieren. Das könnte irgendwas Spanisches sein. Oder etwas, was Marcel Reich-Ranitzky mochte. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich möchte niemanden kränken oder beleidigen. Nein, das möchte ich nicht. Aber andererseits gibt's... Obwohl, nee, das erwähne ich jetzt nicht. Es wird etwas zu vulgär. Ja! Ein braves Reh. Kann ich jetzt herausfinden, wie viel ich noch habe? Ich würde gerne... Moment. Noch 6. Noch 6. Ich finde das schön, wie affektiert sie das sagt. So voll überbetont und alles. Noch 6. Und auch hier, der Aufbau dieses Trailers, den kennen wir auch schon. Aus Watery. Hier so ein bisschen langgezogen. Okay. Hier wohnt der Arnie. Das ist The Beast Within. Schwarzenegger. Put the cookie down. Get to the chopper. Ach ja. Warum gibt's eigentlich Videospiele mit Arnold Schwarzenegger? Würde mich mal interessieren. Wäre, glaube ich, schon cool. Gibt's zu Terminator Videospiele? Bestimmt, oder? Es ist dann eigentlich ein Videospiel-Trailer. Ah. Und wenn man einen Trailer zu einem Videospiel in einem Trailer in einem Videospiel anschaut, was ist das dann eigentlich? Das ist dann ein Trailer-Trailer. Trailer Swift ist das dann. Ist aber genug mit den schlechten Wortwitzen hier. Hier ist gar nichts. Außer ein sauberes Bett. Trailer mit 2 Zugangstüren. War hier nur das Video drin? Morning Crunch! Ja. Ah, geil. Ach ja. Ach, ich glaube, ich mache mir auch gleich mal ein Müsli. Oder wie man im Sauerland bei uns sagt, ich esse mir ein Müsli. Ich esse mir was. Ich trinke mir was. Ja, so sagen wir das. Ja, ich stehe dazu. Okay. Anscheinend. Ja, genau. Bam, 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 bam. Hier ist der Hauptraum. Hier, da musst du gucken. Ja, ich weiß. Trotzdem gucke ich jetzt erstmal den Rest an. Denn hier hinten kann man ja auch noch rein. War das hier? Hier. Obwohl, da hinten war ja auch noch eine Tür. Wow! Saga ist gut. Ups. Wie sie da reingestürmt kam. Glaub's ja wohl nicht.